Hallo und herzlich willkommen auf meinem kleinen Kanal für die Live-Musik. Heute ein Song von Reinhard May, die heiße Schlacht am kalten Buffet. Gemurmel dröhnt drohend wie Trommelklang, bald stürzt seine ganze Armee. Die Treppe herauf und die Flure entlang, dort steht das kalte Buffet. Zunächst regiert noch die Hinterlist, doch bald schon brutale Gewalt. Da spießt man, was auf zu spießen ist, die Faust um die Gabel geballt. Mit feurigem Blick und mit Schaum vor dem Mund kämpft jeder für sich allein und schiebt sich in seinen gefräßigen Schlund, was immer hineinpasst, hinein. Bei der heißen Schlacht am kalten Buffet, da zählt der Mann auch als Mann. Und Auge um Auge hat Bieg um Gelee, der zeigt sich, wer kämpfen kann. Hurra! Hier zeigt sich, wer kämpfen kann. Da blitzen die Messer, da prallt das Geschirr mit elementarer Wucht. Auf Köpfe und Leiber und aus dem Gewirr versucht ein Kellner die Flucht. Ein paar Veteranen im Hintergrund tragen Narben auf Stirn und Gesicht. Quer über die Nase und rings um den Mund, wohin halt die Gabel sticht. Ein tosendes Schmatzen erfüllt den Raum, es rülpst und es grunzt und es quiekt. Fast hört man des Kellners Hilferuf, kaum der machtlos am Boden liegt. Bei der heißen Schlacht am kalten Buffet, da zählt der Mann noch als Mann. Und Auge um Auge, Aspik um Gelee, hier zeigt sich, wer kämpfen kann. Hurra! Hier zeigt sich, wer kämpfen kann. Da braust es noch einmal wie ein Orkan, ein Recke mit Übergewicht, wirft sich aufs Buffet mit im großen Wahn, worauf es donnernd zerbricht. Nur leises Vertauen dringt noch an das Ohr, das Schlachtfeld wird nach und nach still. Aus Trümmern sieht angstvoll ein Kellner hervor, der längst nicht mehr fliehen will. Eine Dame träumt lächelnd vom Heldentod, gebettet in Kaviar und Sekt. Derweil sie was übrig zu bleiben droht, blitzschnell in die Handtasche steckt. Das war die Schlacht am kalten Buffet, von fern tönt das Rückzugssignal. Viel Feind, viel Ehre und viel Frikassee, na denn Prost bis zum nächsten Mal. Hurra! Na dann Prost bis zum nächsten Mal. Das war die Schlacht am kalten Buffet und von dem vereinnahmten Geld. Den 10%, welch noble Idee, als Spende an Brot für die Welt. Hurra! Als Spende an Brot für die Welt. Euch eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.